So, das war sehr zufrieden. Alle Boote sehen gut aus. Die Stadt Box rausgekommen und mit mächtigen Schlägen. Litauen, Almgas, Labukas. Die Führung zu übernehmen für Deutschland auf der Bahn 5 ist das Startfahrer Stefan Holz auf der Strecke. Das fällt nicht auch gut beieinander. Wir wollen mal schauen, wie schnell jetzt der Wechsel erfolgt. So, Litauen ist zurück und Deutschland hat aufgeholt. Für Deutschland ist jetzt auf der Strecke Thomas Belenschik heute Nachmittag schon über 500 Meter Futter. Und für Litauen auf der Strecke Jevgeny Suklin, der Sieger über 200 Meter gestern hier. Und versucht natürlich jetzt mit seiner Mannschaft einen Vorsprung rauszufahren. Der Litauer, die wurde einmal in der ersten Position mit dem Nummer 4 in die Reise. Sie wechseln als erste dahinter Deutschland und Polen etwa gleich auf. Für Deutschland auf der Strecke ist es Stefan Kiray. Der muss den Anschluss verpasst. Jetzt mit Jasmin Kanti. Und für Deutschland auf der Stefan Kiray. Draußen sind es die Polen, die jetzt wieder aufgeschossen haben. Pavel Skowronski ist der Aktive, der jetzt versucht, für seine Mannschaft weiter nach vorne zu kommen, den Anschluss zu halten. Und auch China auf der Bahn 4 oder mit der Nummer 4, Kuyang Li, der versucht auch noch dran zu bleiben. Der letzte Wechsel jetzt auf der Bahn 5, Litauen. Und die ist die letzte Bahn geschickt, dann in zweiter Position, zweiter Wechsel Deutschland. Und für Deutschland ist jetzt da wäre es der Höhler mit der Strecke, der hat die 500 Meter